Einfach sicher parken. Genießen Sie entspannt alle Vorteile der Parkassistenzsysteme Ihres BMW mit Operating System 8. Je nach Sonderausstattung werden Sie beim Parken mit Assistenzsystemen, Sensoren und verschiedenen Kamerawinkeln beim Manövrieren und Rückwärtsfahren unterstützt. Drücken Sie einfach die Parkassistenz-Taste in der Mittelkonsole, um das Menü Parken im Control Display zu öffnen. Wenn Sie in den Rückwärtsgang schalten, öffnet sich automatisch die Parkansicht. Alles auf einen Blick. Im Control Display sehen Sie das Kamerabild der Außenkameras Ihres BMW. Mit der Funktionsleiste links im Bild können Sie die Ansicht wechseln. Wählen Sie Parkansicht für das Kamerabild der Park Distance Control. Mit zusätzlichen Markierungen werden Sie hier beim Parken unterstützt. Tippen Sie auf die Kamerasymbole, um die Perspektive zu wechseln. Wählen Sie Assistenzansicht für eine stilisierte Ansicht des Fahrzeugs von oben und der Umgebung im passenden Maßstab. Mit der Panoramaansicht bewahren Sie immer den Überblick. Sie zeigt Ihnen einen breiteren Ausschnitt des vor Ihnen liegenden Verkehrs. Je nach gewählter Getriebestellung passt sich die Panoramaansicht automatisch an. Sie wollen mehr? Sie kriegen mehr. Die 3D-Ansicht zeigt das Auto und seine Umgebung im 360-Grad-Rundblick. Die Anhängerkupplungsansicht vereinfacht das Ankuppeln von Anhängern. Saubere Sache. Die Waschstraßenansicht zeigt Ihre eigene Fahrspur im Kamerabild für leichteres Fahren in der Waschstraße. Wählen Sie Kamerareinigung, um die Front- oder Rückfahrkamera zu reinigen oder beide zugleich. Unter Einstellungen können Sie verschiedene Parkfunktionen anpassen und aktivieren. Die rechte Funktionsleiste im Menü Parken zeigt weitere Infos, wie den Status der Parkassistenzsysteme. Diese werden auch in der Instrumentenkombination angezeigt. Auf Parkplatzsuche, im Systemstatus, in der Parkansicht und im Auswahlmenü sehen Sie passende Vorschläge. Schauen Sie auch unsere anderen How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen.